Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance von natürlich mal wieder heute an einem etwas abgeschiedeneren Plätzchen, einfach um sich da mal zu besinnen und ja, über das Spiel nachzudenken, was am morgigen Sonntag stattfindet. Es ist nämlich das Duell zwischen Red Bull Salzburg und unserem SK Sturm Graz. Die Blackies müssen also in die Dosenarena oder ins Bullenstadel. Und die Aufgabe ist undankbar. Gerade zu diesem Zeitpunkt nach der 0-3-Klatsche gegen den Last letzte Woche sind natürlich, klar, die Segel so ein bisschen auf Halbmast, wenn man so will. Also bei unseren Jungs heißt es zum einen ja nicht nur Wiedergutmachung zu betreiben, sondern ja auch die nötigen Punkte einzufahren, um in der wahnsinnig engen Tabellenkonstellation, was eben auch dieses neue Ligasystem mit sich bringt, um eben in der neuen Tabellenkonstellation sich zu etablieren und unter die ersten sechs zu kommen. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe auch, aber es ist nicht unmöglich. Auch ein Sieg in Salzburg ist für mich nicht mal so ganz utopisch wie vielleicht für die meisten, einfach weil man sich eben auch andere Faktoren bedenken muss. Zum einen haben die Dosen unter der Woche auswärts in Neapel auch gezeigt, dass sie nicht nur nicht unschlagbar sind, also die haben ja auch 0-3 verloren, also quasi das war der LASK für Salzburg. Auf jeden Fall, ja, haben sie zum einen ein bisschen Selbstvertrauen einbüßen müssen, haben auch an eine anstrengende Reise in Italien oder nach Italien auf sich nehmen müssen und natürlich wieder zurück und alles, also sprich Doppelbelastung, das schöne Wort. Das ist auf jeden Fall eine der wenigen kleinen Chancen für unsere Jungs. Und ja, für Salzburg geht es auch in der Tabelle nicht wirklich mehr um was. Die sind souverän Tabellenführer, der LASK ist auch weit, weit auf Abstand. Auch da müssen sie sich eigentlich keine Sorgen machen, dass da irgendwie noch was schief gehen kann vor der Punkteteilung. Also ich hoffe, ja, dass unsere Jungs das ausnutzen. Wenn man sich bei den Blackies so ein bisschen umschaut, personaltechnisch, dann ja, fällt auf, Aflonitis fehlt, Gelb-Rot gesperrt. Also wegen Gelb-Rot gesperrt vom LASK-Spiel. Jakubowicz fällt aus und Lackner. Interessant wird das Ganze vor allem mit der Innenverteidigung sein. Vielleicht stellt Roman Mehlich auf Viererkette um, weil eben auch der Ersatz von Aflonitis Lackner eigentlich gewesen wäre, der in die Innenverteidigung hätte rücken können. Aber da er auch ausfällt, ja, und ich nicht unbedingt glaube, dass da ein ganz Unerfahrener von den Amateuren vielleicht in die Schlacht geworfen wird, da glaube ich, wird man sich vom System her ein bisschen anpassen an die Situation. Ansonsten würde ich mal sagen, klar, Siebenhandel im Tor, da gibt es keine Diskussion. Eben in der Abwehr mal schauen, vielleicht geht das Ganze vom System in Richtung 4-4-2, wobei zwei Stürmer, ja, glaube ich auch eher fast nicht. Aber eben 4-1-4-1, es gibt ja ein paar Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist eine der Personalien Juan Dominguez, die ganz interessant für dieses Wochenende wäre. Den könnte ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht jetzt mal seine Chance bekommt. Einsatzbereit sollte er ja sein. Und vielleicht wirft ihn Roman Mehlich mal in die Schlacht. Die zweite große Baustelle für mich ist auf jeden Fall im Sturm. Da wird es wahrscheinlich auf Ese oder Hosiner ziemlich sicher rauslaufen. Pink glaube ich eigentlich fast nicht. Und Jakubowicz fällt ja aus, wie gesagt. Auch hier Länder wird, glaube ich, in der Startelf wieder zu sehen sein. Wenn er nicht irgendwie noch angeschlagen ist, glaube ich, wird er definitiv spielen. Zum einen ein Führungsspieler, Nationalspieler sowieso. Und zum anderen hat man schon auch gesehen, er war einer der wenigen, die ein bisschen Dampf wenigstens machen konnten gegen den LASK in der zweiten Hälfte, wo er ja eingewechselt worden war. Also es gibt schon Möglichkeiten, es gibt Optionen, aber die Wahrheit liegt ja auf dem Platz. Wenn die Konkurrenz nicht für uns spielt, von dem müssen wir ausgehen, ja, dann wird es einfach schwer, wenn wir in Salzburg nichts holen. Und ich will mich ehrlich gesagt nicht auf das Endspiel gegen die Austria dann quasi in der Woche darauf dann verlassen zu Hause. Auch die Wiener sind ja aktuell, ja, zumindest punktemäßig jetzt besser drauf, fahren jetzt ihre Ergebnisse auch rein. Und ja, wir müssen da einfach nachziehen. Dann heißt der Gegner halt Salzburg. Pups der Hund drauf, von dem her, ja, hoffen wir, dass unsere Jungs da sich zusammenreißen, wirklich alles reinhauen. Und ja, man muss ja auch sagen, eben die Salzburger mit ihrer Offensive, wir mit unserem Umschaltspiel, es wird Räume geben und ob wir die nutzen können, von dem wird es eben abhängen, ob wir in Salzburg etwas holen oder nicht. Von dem her, bevor ich mich verabschiede, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Gehen wir in der Bullenarena unter oder schaffen wir das Unerwartete und holen sogar den Auswärtssieg? Ich bin da sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Und von dem her war es das dann jetzt auch schon wieder von mir. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit diesen Bildern.
Ich werde da noch ein bisschen rüberschwenken und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lands TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die schwarzen Gamer-Burschen und bis dann. Ciao, ciao.